Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The Blight ends here. Gesiegt. Einst hielt ich mich selbst für einen großen Krieger. Aber was ihr hier geleistet habt, hätte ich niemals vermocht. Aber irgendetwas stimmt immer noch nicht. Dahinter steckt noch mehr. In der Nähe. In dem Gebäude neben uns. Ich spüre es. Auf der anderen Seite dieser Mauer. Gehen wir. Ich will noch nicht gehen. Bitte! Es ist so kalt jetzt. So kalt. Meint. Glaubt ihr, in Sicherheit zu sein? Obgleich die goldene Stadt gefallen ist, habe ich dein Antlitz und dein Licht geschaut. Ich bin dein... Spart euch euren Sermon für eure Predigten, Aufpriester. Ihr habt meine Brut getötet. Auf Befehl des Erbauers. Zeigt euch! Ihr Erbauer, es gibt keinen Erbauer und keine goldene Stadt, aber Dämonen schon. Oh, ja. Ich höre eure Lästerungen nicht. Bei Andraste und allen Göttlichen nach ihr. Ich befehle euch, stellt euch endlich. Halluzinierender Narr. Wir haben es erneut geschafft. Die Finsternis weicht. Ich spüre es. Ich habe schon früher Dämonenwerk gesehen. Malefika sind immer mit im Spiel. Aber der Erbauer muss uns geleitet. Und jetzt sterbt ihr. Da ist er. Bedrängt ihn nicht. Lasst den guten Sir atmen. Es gibt viele Bemitleidenswerte im Gesindeviertel, Sir. Zahlreiche, Veteranen, Waisen, Verstorbene und andere traurige Gestalten. Ich habe immer noch keine Eltern. Ja, Sir. Und der arme Olli hat immer noch keine Eltern. Wir wissen jede Gabe zu schätzen. Es tut mir sehr leid, aber fast jeder hier hat ein trauriges Schicksal. Ihr wart gut zu mir und Olli. Sie haben lediglich von euren guten Taten gehört. Nach den Unruhen hatten viele kein Zuhause mehr, Sir. Und kein einziges Kupferstück. Ihr geltet hier als Held, werter Sir. Vor eurem Auftauchen hatten Olli und ich eine Woche lang nichts gegessen. Die habe ich gefunden. Du bist kein echter Bettler. Ich habe nur gehört, hier soll es ein paar Münzen geben. Na gut. Jeder von uns, außer dem von euch Enttarnten, ist höchst bemitleidenswert. Hurra! Es lebe der Held von Denerim! Heute haben wir alle zu essen. Wie viele Brüder, Schwestern und Kinder sollen diese Männer denn noch... Meine Kinder brauchen mich zu Hause. Ich kann hier nicht noch einen Tag warten. Dann geh nach Hause.
Das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist, diesen Scharlatan nicht zu vertrauen. Bitte, bewahrt Ruhe. Wir helfen heute so vielen, wie wir können, solange nur alles geordnet zugeht. Oh, ihr helft uns also, Shem. So wie ihr Valandrian und meinem Onkel Sirion geholfen habt, richtig? Dank eurer Hilfe wurden sie nie wieder gesehen. Wir haben es euch doch schon erklärt, Kind. Ihr könnt noch so viel jammern, aber wir werden dennoch nicht zulassen, dass ihr die Quarantänestation betretet und die Pest wieder ins Gesindeviertel einschleppt. Du bringst uns noch alle um, Shiani. Einige von uns haben noch etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Wenn ihr Zauber wirklich funktioniert, warum sind dann die Hälfte der Quarantänepatienten vollkommen gesund? Was ist los, Shem? Hast du aus Langeweile beschlossen, dabei zuzusehen, wie die Elfen an der Pest sterben? Warte, Soris hat mir von dir erzählt. Du hast ihn aus dem Kerker befreit. Die Fremden sagen, sie wollen uns gegen die Pest behilflich sein. Aber alle, denen sie helfen, verschwinden plötzlich. Seltsam, oder? Das stimmt nicht und du weißt das, Shiani. Meine beiden Schwestern haben den Tevinter-Zauber bekommen und es geht ihnen gut. Und wo ist dann deine Nichte? Und mein Onkel Sirion und Valandrian? Die Männer aus Tevinter sagen, ihre Magie verhindert, dass die Leute sich damit anstecken. Aber wenn du schon krank bist, hilft sie nicht mehr. Darum haben sie eine Quarantäne ausgerufen. Aber viele von denen in Quarantäne sind gar nicht krank. Einer von ihnen war unser Horan, Valandrian. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihn nicht zurückbekommen. Sie werden dich nicht reinlassen. Sei einfach vorsichtig. Diese Männer sind Magier. Nein, ihr könnt nicht nur kurz hinein. Also schlage ich vor, ihr geht wieder zurück zum Haupteingang. Ihr solltet gar nicht auf der Straße sein, jetzt, wo die Pest wütet. Was ist schlimmer? Tod durch die Pest oder durch Verhungern? Ich gehe das Risiko mit der Pest ein, wenn ich dadurch zu Geld komme. Hungrig war ich schon viel zu lange. Nicht genug, um mir so viele Fragen anzuhören. Was wollt ihr? 6? Ja klar. Ich habe euch nie gesehen. Und ihr mich auch nicht. Helft uns! Bitte, wir sind nicht krank! Lasst uns hier raus! Vielen Dank auch. Sie haben ihn schon weggebracht. Durch die Nebengasse. Wir wissen nicht genau, wohin. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Was ist passiert? Ein paar Elfen sind rausgerannt, aber ich habe keinen von ihnen erkannt. Wo sind all die anderen? Wie kann das sein? Sie haben Dutzende von uns unter Quarantäne gestellt. Wo sonst könnten sie sein? Das ergibt keinen Sinn. Zeig mal her. Was soll das denn bedeuten? Die können doch keine Leute verschicken, oder? Wohin verschicken sie sie denn? Es ist mir egal, warum. Ich will einfach alle finden, die vermisst werden. Aber wie sollten sie sie hier wegschaffen? Wir müssten sie doch sehen. Sie könnten die Seitengassen nutzen. Da hinten gibt es alle möglichen Gebäude, die sie als eine Art Lager verwenden könnten. So etwas wie eine Sammelstelle. Von den Gassen gehen einige Wohnungen ab. Ich würde zur Rückseite des Hospiz gehen und von dort aus vielleicht der Gasse folgen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du noch mehr Hinweise findest. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie einfach fort sind. Ich werde es tun. Was ist los? Schon wieder eine Ladung? Wir wurden... Moment, ihr seid nicht aus Tevinter. Wer zur Hölle seid ihr? Oh nein, ich habe von euch gehört. Ah, Angriff! Was soll das?
Uns wurde gesagt, die Obrigkeit würde sich nicht einmischen. Oh, ihr seid also nur eine umherziehende Gruppe von Weltverbesserern. Das werdet ihr bereuen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben eine Genehmigung, hier unsere Geschäfte zu tätigen. Ihr Ferelden redet ständig davon, wie böse und falsch Sklaverei ist. Aber ist es nicht lustig, wie schnell der Geruch von Gold solche Ideale überdeckt? Soll ich deshalb Verbundenheit mit diesen Schafen empfinden? Seid nicht so dumm. Erstens stamme ich aus Tevinter und zweitens bin ich eine Dienerin des Zirkels von Minrathis. Nur darauf kommt es an. Aber genug davon. Ich bin hier, um eurem Morden ein Ende zu bereiten. Das ist alles. Ich bin keine Närrin. Ich kann sehen, wozu ihr fähig seid. Also gut. Soll Caladrius sich mit euch abgeben, während ich die Männer des Regenten hole? Ich schlage vor, ihr verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Ich bin Caladrius. Und ihr müsst der graue Wächter sein, von dem man so viel hört. Ich will mein Geschäft hier ungestört abschließen. Wenn wir beide dazu eine Abmachung treffen müssen, so bin ich dazu bereit. Man munkelt, ihr wollt die Unterstützung für Loghain aushebeln. Sicher eine schwierige Aufgabe, was? Wie einen Berg abzutragen. Da braucht ihr doch bestimmt Hilfe. Es ist eher eine Vereinbarung, um ehrlich zu sein. Eine Vereinbarung, die in dem Moment ungültig wird, in dem bewaffnete Eindringlinge meinen Besitz stürmen. Um ehrlich zu sein, war immer absehbar, dass unsere Geschäfte hier irgendwann enden würden. Wir haben für viele von Loghains Truppen bezahlt. Doch sobald das Landting beendet ist, werden wir unbequem. Hier ist mein Angebot. Für 100 Sovereigns erhaltet ihr von mir einen Brief mit dem Siegel des Taryn von Gwaurin, der beweist, dass er in all das hier verwickelt ist. Dann verschwinden wir einige Tage früher als geplant mit unseren Gewinnen und den restlichen Sklaven, und zwar unverletzt. Das ist gar kein schlechtes Angebot für den Anfang. Ich schlage vor, ihr seht diesen Elfen in die Augen, bevor ihr einwilligt, sie in die Sklaverei verschleppen zu lassen, mein Freund. Also, sind wir uns einig? Selbst ihr müsst zugeben, dass es so viel besser ist, als wenn wir auf barbarische Methoden zurückgreifen müssten, nicht wahr? Nein, seid ihr nicht. Habe ich etwa behauptet, ihr wäret es? Sagen wir einfach, ich hoffe, dass die Welt voller Pragmatiker ist. Interessant. Also, das kann man wohl kaum als Geschäft bezeichnen, oder? Dann müssen wir es wohl auf die harte Weise regeln. Männer, wollen wir? Das genügt! Das genügt! Es scheint, als würdet ihr eurem Ruf gerecht. Ich ergebe mich. Wartet! Hört mich an! Freundlicher Sir, wenn ich die Lebenskraft dieser verbliebenen Sklaven nutzen könnte, könnte ich eure körperliche Robustheit enorm steigern. Wenn ihr mir gestattet, diesen Ort lebend zu verlassen, würde ich euch diesen kleinen Dienst nur allzu gerne erweisen. Ein interessantes Angebot, wenn auch ein wenig unschön. Also, seid ihr an meinem Angebot interessiert? Ja? Dann zieht ihr es vermutlich nicht in Erwägung, mich dennoch gehen zu lassen. Ah, nun, das ist wirklich zu schade, nicht wahr? Ihr seht nicht aus wie jemand aus Tevinter. Nicht, dass es wichtig wäre. Gehört ihr zu denen? Was geschieht jetzt mit uns? Shiani? Hat sie euch geschickt? Lobet den Erbauer.
Wir werden eure Hilfsbereitschaft nicht länger beanspruchen. Kommt alle zusammen. Wir gehen nach Hause. Ah, ihr seid es. Willkommen. Kommt doch herein. Sagt mir, wie geht es Duncan? Ja, wir sind seit Jahren befreundet. Eurer Miene entnehme ich, dass es schlechte Neuigkeiten gibt. Es schmerzt mich, das zu hören. Ich wusste, dass die Wächter bei Ostagar große Verluste erlitten haben und nur wenige entkommen konnten. Ich hatte gehofft, Duncan wäre einer davon. Er hat hier von Zeit zu Zeit potenzielle Rekruten gesucht. Das mag euch seltsam vorkommen, aber Duncan wusste, dass große Fähigkeiten manchmal an den unwahrscheinlichsten Orten hervorgebracht werden. Wir haben Ausbrüche der Pest schon während des Krieges mit Orlais durchgestanden, und das tun wir jetzt auch. Tewinters Intervention hätte uns vermutlich ohnehin nicht geholfen. Bitte, nehmt das. Duncan hat es mir vor Jahren überreicht. Ich vermute, ihr habt dafür bessere Verwendung als ich. Wer immer ihr seid. Wartet. Ich kenne euch. Der arme Oswin hat euch offenbar nicht erkannt. Er hat euch detailliert beschrieben, aber mit keinem Wort erwähnt, dass ihr ein Kuslin seid. Ich schulde euch sein Leben. Ich bin etwas in Verlegenheit, da ich den Schock noch nicht überwunden habe, Oswin zu sehen. Ich bin Ben Siggard vom Benorn Drachengipfel und ich bin euch für eure Freundlichkeit meinem Sohn gegenüber sehr dankbar. Habt ihr irgendeinen Wunsch als Belohnung für Oswins Rettung? Seid nochmals bedankt. Ich werde beim Lanting hinter euch stehen und euch unterstützen, so gut ich kann. Ich nehme mein Abendessen heute mit Ben Reginalda vom Benorn Weißer Fluss ein und wir werden über die Angelegenheit sprechen. Kann ich euch helfen? Er gehört Ermenric. Erklärt euch. Mein Bruder würde sich von diesem Ring ebenso wenig trennen wie von seinem Kopf. Er lebt also noch? Bitte, wenn ihr etwas über meinen Bruder wisst, so sagt es mir. Im Kerker? Was? Nein, ich gehe sofort zu ihm. Jemand muss mir Rede und Antwort stehen. Ihr seid Bres Kuslins Jüngster, nicht wahr? Ihr kommt mir gleich so bekannt vor. Nehmt das. Es ist seit Generationen im Besitz meiner Familie und soll ein Zeichen der Freundschaft zwischen Haeva und dem Wachen Meer sein. Und lasst es mich wissen, wenn ihr für die Rückeroberung eures Terraniers einige meiner Bogenschützen benötigt. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Sorgt einfach dafür, dass die Unterhaltung zivilisiert bleibt, wenn das eine Falle ist. Zephron, richtig? Ihr seid Taliesens Problem. Andere Krähen könnten versuchen, euch zu töten, doch in meinen Augen seid ihr bereits tot. Ihr interessiert mich also nicht. Dieser Wächter ist allerdings von großem Interesse für mich. Ihr müsst begreifen, dass ich für überhaupt nichts angeheuert wurde. Ein anderes Mitglied wurde beauftragt und ist gescheitert. Dramatisch gescheitert. Ich würde gerne sehen, ob ihr erfolgreicher seid. Haltet ihr mich für einen Narren? Einen solchen Auftrag würde ich niemals annehmen. Ein Kunde kann immer weitere Hilfe anheuern, falls der Auftrag beim ersten Mal nicht ausgeführt wird. Aber ich hoffe, wir können sicherstellen, dass das nicht geschieht. Ich habe nur von einem einzigen Mal gehört, bei dem das gesamte Haus der Krähen für einen Auftrag angeheuert wurde. Eine fürstliche Summe wechselte den Besitzer und eine gesamte Adelsfamilie starb. Nicht eine einzige Seele überlebte. Ignacio hat recht. Normalerweise gibt es einen Meister pro Auftrag. Seid ihr ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Ich habe von einem großen Tumult im Gesindeviertel gehört. Was genau ist dort passiert?
Der Erbauer möge mir verzeihen, dass ich angesichts solch abstoßender Vorgänge tiefe Befriedigung darüber empfinde, dass Logan darin verwickelt ist. Wir müssen den Bürgerkrieg rasch beenden. Was die Verderbnis in diesem Land nicht vernichtet, fällt der Politik zum Opfer. Die letzten unserer Verbündeten sind in der Stadt eingetroffen. Es darf keine Verzögerung mehr geben. Ich gehe zum Palast und berufe das Landding ein. Stoßt zu mir, sobald ihr bereit seid, Wächter. Ah, Wächter, endlich begegnen wir uns. Ich weiß, warum ihr hier seid. Kaoran hat euch geschickt. Mein eigener Sohn will meinen Tod. Ich sollte vermutlich stolz darauf sein, dass ich ihn zu einem derart ehrgeizigen Mann erzogen habe. Er ist ein äußerst ehrgeiziges Kind und giert danach, die Gilde wieder zu dem zu machen, was sie in den Tagen seines Großvaters war. Eine gewalttätige Bande, die durch geheime Spenden des Adels gestützt wird. Er teilt meine Überzeugung nicht, dass wir unseren Weg auch ohne derartige Machenschaften gehen können. Dabei ist es uns tatsächlich möglich, ehrenhaft und rechtschaffen zu arbeiten. Danke, dass ihr das sagt, Wächter. Es tut gut zu wissen, dass meine Überzeugung von jemandem euren Ranges geteilt wird. Ich habe lange Zeit mit meinen Gefühlen meinem Sohn gegenüber gerungen. Ich hatte Angst, ich müsste vielleicht selbst meine Klinge gegen ihn erheben. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Wie kann ich meinen eigenen Sohn töten? Selbst wenn es das Beste für meine Männer ist. Es schmerzt mich auch nur darüber zu sprechen, aber Kaoran hat seine Widersacher ausgeschaltet und meine Männer eingeschüchtert. Das muss aufhören. Fordert ihn zu einem Duell heraus und besiegt ihn. Geht dann zu einem unserer Posten zurück, damit ich euch belohnen kann. So sehr ich eure Hilfe auch schätze, so kann ich euch doch nicht mehr unter die Augen treten, nachdem es getan ist. Ihr werdet trotz allem immer derjenige sein, der meinen Sohn auf dem Gewissen hat. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er auf dem Weg nach Lothering war. Dort solltet ihr ihn finden. Kommt, Männer. Böse Gedanken machen mich immer durstig. Wächter, die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mareks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Landing sein? Ihr habt Ferelden geteilt und euch dem Mann entgegengestellt, der erreicht hat, dass ihr in Freiheit geboren wurdet. Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Landing zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende. Sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Ich hatte in letzter Zeit so viele Zweifel. Logan ist ein großer Mann, aber sein Hass auf Olay hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er hat schreckliche Dinge getan, ich weiß, aber ich schulde ihm alles, was ich bin. Ich kann ihn nicht verraten, also bittet mich nicht darum. Ich hätte nie gedacht, dass die Pflicht einen so bitteren Beigeschmack hat. Haltet ihn auf, Wächter! Er darf nicht alles verraten, was er einst liebte. Bitte, habt Mitleid. Ohne Logan gäbe es kein Ferelden, das man verteidigen könnte. Lords und Ladies des Lanting. Tern Logan will, dass wir aus Angst unsere Freiheit und unsere Traditionen aufgeben. Er trägt Schuld an der Misere. Dennoch sollen wir unser Schicksal in seine Hände legen? Müssen wir alle Vorteile unseres Landes opfern, um es zu retten? Schöner Auftritt, Emen. Aber keiner hier ist davon ergriffen. Ihr wollt eine Marionette auf den Thron setzen und jeder hier weiß das. Die wichtigere Frage lautet, wer zieht dann die Fäden? Ah, und da haben wir den Puppenspieler. Sagt uns, Wächter, wie werden die Olesianer unser Land übernehmen? Schicken sie Truppen oder lassen sie ihre Befehle einfach von diesem Möchtegern-Prinzen verkünden? Was haben sie euch geboten? Was kostet derzeit die Ehre von Ferelden?
Einige von uns sind neugierig, was genau bei Ostagar geschehen ist, Loghain. Als einer von Kaelins Mördern wart ihr es, von Verrat zu sprechen? Ihr habt mit euren Geschichten von Griffins unseren König in den Tod geführt. Fahrt fort! Das Landthing ist gespannt, wie ein verwöhntes Kind die Vorgänge bei Ostagar taktisch analysiert. Ihr habt ihn zu diesem Angriff aufgestachelt. Er hat die Geschichten geglaubt, Wächter. Er dachte, eure Handvoll Männer könnte alles entscheiden und vergaß, Strategie und Konsequenzen zu bedenken. Was hätte ich denn tun sollen? Ich war nicht nur für Kaelins Leben verantwortlich. Hätte ich wegen seines Fehlers die ganze Armee opfern sollen? Glaubt nur nicht, dass ihr mir Kaelins Tod anhängen könnt. Er war Mareks Sohn. Mein König. Niemand bedauert sein Hinscheiden mehr als ich. In der Tat. Sind wir es Marek nicht schuldig, seinen Sohn auf den Thron zu setzen? Wenn er ein wahrer Sohn von Marek wäre, würde ich ihm umgehend Treue schwören. Aber er hat absolut nichts von Marek an sich. Aber genug davon. Ich habe eine Frage an euch, Wächter. Was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre Wachen getötet. Was habt ihr getan, damit sie bei euch bleibt? Lebt sie überhaupt noch? Ich kann durchaus für mich selbst sprechen. Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Mein Vater ist nicht mehr der, den ihr kennt. Dieser Mann ist nicht der Held der Schlacht am Dane. Dieser Mann hat seine Truppen abgezogen und euren König nicht beschützt, als dieser tapfer gegen die dunkle Brut kämpfte. Dieser Mann hat Kaelins Thron bestiegen, noch bevor seine Leiche kalt war. Und mich eingesperrt, damit ich seinen Verrat nicht kundtun konnte. Ich wäre bereits getötet worden, wenn dieser graue Wächter nicht gewesen wäre. Der Einfluss des Wächters hat also sogar deinen Geist vergiftet, Anora? Davor wollte ich dich beschützen. Lords und Ladies, unser Land wurde schon früher bedroht. Es wurde zahllose Male verloren und wieder zurückerobert. Wir aus Ferelden haben bewiesen, dass niemand uns wahrhaft erobern kann, solange wir vereint sind. Wir dürfen jetzt keine Spaltung zulassen. Haltet zu mir, dann werden wir sogar die Verderbnis besiegen. Der Wächter. Ich halte zum Wächter. Südhang unterstützt die grauen Wächter. Das wache Meer hält zu dem grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter! Die Westhügel stehen hinter euch, Loghain. Möge der Erbauer uns beistehen. Ich halte zu Loghain. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Ich halte zum Wächter. Die Verderbnis naht. Wir brauchen die grauen Wächter. Verräter! Wer von euch hat sich denn gegen den Kaiser von Orlé gestellt, als seine Truppen euer Land verwüsteten und eure Frauen vergewaltigten? Ihr habt einst an unserer Seite gekämpft, Eamon. Das Land lag euch am Herzen. Aber jetzt seid ihr so alt und fett und selbstzufrieden, dass ihr die Gefahren nicht mehr seht. Keiner von euch hat es verdient, sich in dieser Angelegenheit zu äußern. Keiner von euch hat für dieses Land Blut vergossen, so wie ich es getan habe. Wie könnt ihr es wagen, mich zu verurteilen? Dann lasst es uns beenden. Wir wussten wohl beide, dass es dazu kommen würde. Nach unserem ersten Treffen bei Ostagar hätte ich das nicht vermutet. Aber Ostagar war in einem anderen Leben. Wir waren anders. Der Wert eines Mannes ergibt sich aus der Größe seiner Feinde. Das hat Marek mal zu mir gesagt. Ich frage mich, ob das eher für euch oder für mich ein Kompliment ist. Genug, das Landthing soll die Regeln des Duells nennen. Es wird traditionell erfolgen. Ein Kräftemessen im direkten Zweikampf, bis eine Seite aufgibt. Und alle hier Versammelten werden das Ergebnis akzeptieren.
Stellt ihr euch mir persönlich oder kämpft jemand für euch? Mal sehen, aus welchem Holz unser Möchtegern-König ist. Macht euch bereit.